komm! Da! Ja, und dann ist es am neuen wieder auf dem Future Perfect Challenge 2 von Connect Betrinkt. Freunde, werfen heute einen Blick auf ein weiteres helles Bier, und zwar auf das Bayreuther Hell. Ein Bier, das aus einer Brauerei stammt, die in Oberfranken seit 1857 Bier braut, darunter unter anderem das Aktienpilz, das Aktienswickel, das Aktienlandbier und auch das Bayreuther Hefeweißbier. Aber heute werfen wir keinen Blick auf das Weizenbier, sondern auf das Helle. Streng nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut, deswegen auch nichts weiter drin als Wasser, Gerstmalz und Hopfen, kein Extrakt, nur Hopfen. Unser echt bayerisches Hell, ehrlich, frisch, würzig aus dem Bayreuther Brauhaus. Jo, und mehr steht auch nicht wirklich drauf, nicht wie Schnickstock. Vielleicht noch, ja, bayerisches Bier, geschützte geografische Lage, kommt aus Bayern, sollte man erwarten können, wenn da steht bayerisches Hell. Ich werfe mal eben einen Blick in meine Schublade, um den Flaschen zu finden. Machen wir das mal auf. Werfen einen Blick auf die Nase. Das riecht aber nicht schlecht. Riecht ein bisschen nach Radler, erfrischend, spritzig auch, aber nicht zu sehr, ja, zitronig-siffig. Riecht sehr, sehr lecker, ey. Trifft meinen Geschmack gerade sehr gut. Wir werfen einen Blick auf das Aussehen. Ich habe mal wieder mein Franziskaner-Weißbierglas rausgeholt. So, und dann können wir es auch direkt bestaunen. Und man wird direkt sehen, nicht nur, dass es sehr hell ist, es prickelt auch sehr stark. Und wie ich schon in meinen letzten Videos, wo wir ein helles getestet haben, gesagt habe, ich mag es, helle Biere zu probieren, weil sie vom Aussehen her dem Pilsner sehr stark ähnlich sind. Oder was sagt ihr dazu? Mittelschäumig, nicht allzu feinschäumig, wie man hier sehen kann. Ich kann es euch nicht so sehr zeigen. Aber doch sehr prickelnd, sehr hell. Und ich glaube, man kann es gerade, also ich kann es gerade besser sehen als ihr im Video. Es ist sehr prickelnd. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehr viel Kohlensäure drin. Ja. Ich glaube, manche würden den Geruch als etwas muffig beschreiben, aber mir schmeckt er gerade. Sehr, sehr stark. Frisch. Spritzig, es riecht wie ein Bier, das einen gut erfrischen sollte. Ja, das also sehr, sehr siffig daherkommt, aber nicht an Wässrigkeit verfügt. Nicht schlecht. So, den Rest, den tun wir nochmal rein. Halber Liter auf halben Liter. Passt. Ich kann Bier einschenken, da bin ich aber froh. So, doch nicht so hell. Ah, da habe ich schon hellere Bier probiert. Klar, ist ein helles. Es sollte ja auch ein helles sein, ne? Warum heißt es sonst so? Man merkt es schon. Wo der Unterschied vom Aussehen zwischen einem hellen und einem naturtrüben Hefeweizenbier liegt. Sieht toll aus. Gar nicht mal schlecht. Und es riecht nicht gerade unbefriedigend. Ja, ich würde sagen, nehmen wir einen Blick auf den Geschmack. Prost! Und das ist mein erstes Helles, was mir aus einem Grund richtig gut gefällt. Aus einem speziellen Grund. Es ist deutlich herber, als viele eher süffigere Helle mir bisher geschmeckt haben. Ein sehr herbes Helles, muss ich sagen. Aber nicht zu herb. Ja, es kommt so sehr, sehr stark in die Richtung Pilsner. Wie gesagt, Bayreuth liegt in Oberfranken. Eine schöne kleine Stadt. War ich noch nie. Vielleicht komme ich da irgendwann mal hin. Weil ich wollte eh mal nach Bamberg und da in der Brauerei echt Schlenkerla. Wollte ich mal das Rauchbier mit ein bisschen, was weiß ich. Ja, haben die da noch so Blutwurst essen und trinken. Bayreuth liegt auch in Franken, wie gesagt. Vielleicht komme ich da irgendwann mal hin. Aber ich denke, ich hätte jetzt echt einen Grund, da mal hinzugehen in die Brauerei, weil das gefällt mir richtig gut, das Bayreuther Helle. Es hat eine schöne, herbe Note, die meiner Meinung nach ich bisher in keinem wirklichen Hellen gefunden habe. Viele Helle waren mir auf lange Sicht ein bisschen zu mild, ein bisschen zu fressig. Nicht im Sinne von, da schmeckt man gar nichts, aber der Antritt war mir immer ein bisschen zu schwach, aber der hier haut voll rein und dann gleitet er aber schön aus. Das Bier macht einen schönen Abgang, der nicht unbedingt zu lange anhält, aber der trotzdem geschmackvoll bleibt. Ja, ohne halt zu lange zu wirken. Und ich denke, viele Leute werden daran keinen Gefallen, wenn sie ein Bier haben, das zu lange nachklingt, das zu lange im Rachen stecken bleibt. Viele möchten auch einfach ein Bier, um sich zu erfrischen, um erfrischt zu werden. Und ich denke, wenn sie dann in die Rubrik Helles schauen, dann ist das Bayreuther Helle auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Denn meiner Meinung nach ist es das erfrischendste bayerische oder auch das erfrischendste Helle, das ich bisher getrunken habe. Vielleicht kommt noch was, allzu viele Helle habe ich noch nicht probiert, aber bisher ja, kommt Bayreuth hier wirklich auf die Titelrangliste. Bayreuther Helles, eine ziemlich gute Figur macht sie gerade. Mal gucken, ob es besser wird oder schlechter wird mit dem nächsten Schluck. Prost! Schön,
leicht kräftig, nicht zu kräftig, sehr, sehr ausbalanciert, gefällt mir gerade sehr gut. Im Prinzip ist dieses Bier so, wie ich mir ein gutes Pilsner wünsche. Ein wenig herb auf jeden Fall, da muss Hopfen da sein, der Hopfen ist ja auf jeden Fall vorhanden und da hat sich die Bayreuther Bierbrauerei gut dran getan. Kein Hopfenextrakt, der vielleicht ein bisschen zu metallisch schmeckt manchmal, da rein zu kippen, sondern nur echten Hopfen. Und der Hopfen gefällt mir gerade hier ganz gut. Ich habe von Hellen oder allgemein von Bier aus Süddeutschland eher erwartet, dass sie eher in die Rubrik malzig gehen. Gerade am Hefeweizen merkt man diese süßliche, bananenartige Malznote sehr stark. Die ist hier gar nicht gegeben. Nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, das schmeckt überhaupt nicht nach Malz. Da ist aber Malz drin, ganz klar, Gerstenmalz. Aber dieser Hopfen gefällt mir gerade richtig gut, weil ich denke, er ist auch ein guter Einsteiger, gerade in die Sparte Helles. Eine schöne Alternative zu den ganz anderen, süffigeren südländischen Bieren, süddeutschen Bieren, weil er noch diesen starken Hopfen betont. Wir haben hier ein erfrischendes, ich sage es heute sehr oft, weil einfach dieses Wort erfrischend den Nagel auf den Kopf trifft. In der Hinsicht ist dieses Bier gerade für den Sommer sehr erfrischend, sehr, sehr süffig und geht super gut runter, ohne dabei zu wässrig, zu schwach und zu schnell verfliegend zu sein. Es schafft einfach eine sehr gute Balance, die ich mir bei einem guten Bier einfach vorstelle und die ich auch erwarten sollte, die jeder Biertrinker, der ernsthaft mit einem guten Bier einsteigen will, die jeder Trinker erwarten sollte. Ein ausbalanciertes, erfrischendes und einfach ein Bier, das sehr rund ist, an dem alles stimmt, vom Anfang bis zum Ende. Und ich denke mal, das Bayreuther Bier auf lange Sicht eine richtig gute Figur. Als Schluck noch, und damit komme ich zu meinem durchaus zufriedenstellenden, ziemlich guten Fazit. Prost! Herrlich! Süffig ist es, aber nicht zu süffig. Hat schon ein bisschen was von so einer leicht buttrigen Note. Ja? Nicht dieses Bananenartige vom Hefeweißbier, das mir auf lange Sicht nicht so schmeckt. Aber dazu kommen wir noch. Einfach eine schöne, runde Figur, die das Bayreuther hier macht. Zitronig, buttrig, aber der Getreidefaktor ist auch ganz klar da vom Malz. Ohne gleich diese süßliche, diese fast schon siffige Note, die man bei schlechten Malzbieren, also malzlastigen Bieren, nicht malztrunken, spürt, die ist ja gar nicht vorhanden. Wasser, Malz, Hopfen und die Hefe, die dadurch entsteht, machen eins klar. Man kann auch nur mit diesen vier Zutaten, ne, reinheitsgetreu, eine gute Figur machen. Und die macht das Bayreuther Bier. 8 von 10 Punkten gebe ich diesem Bier. Auch deswegen, weil es bisher mein Lieblingshelles ist. Das Bayreuther Helle macht meiner Meinung nach eine verdammt gute Figur. Und ich denke, wenn man mal anfangen will, sich helle Biere zu gönnen und sie probieren möchte, dann ist man, glaube ich, als Einstieg mit dem Bayreuther Hellen ziemlich gut beraten. Mich hat es überzeugt, trifft meinen Geschmack ziemlich gut. 8 von 10 Punkte, eine Empfehlung wert von mir. Wahrscheinlich, wenn man es einzeln kauft wie ich, nicht ganz so günstig, wie wenn man es im Kasten kauft. Ich habe jetzt keinen ganzen Kasten gekauft, weil ich halt nicht so der helle oder Hefeweizen-Trinker bin. Aber das Bier hier macht eine ziemlich gute Figur. Punkt, Ende aus. 8 von 10 Punkten. Ja, das war es mal wieder auf dem Future Burger Channel. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.